die, die dabei gewesen sind, sollen uns heute etwas sagen, wie sie damals diese schreckliche Zeit empfunden haben und wie sie sie überstanden haben. Trotzdem müssen wir einen kleinen Ausflug in die Geschichte machen und uns mit den militärischen Problemen wenigstens am Rande beschäftigen. Gegen Sommer und zu Beginn des Herbstes 1942 waren die deutschen Truppen bis nach Stalingrad vorgestoßen. Die Krise im Kampf um die Stadt, die den Namen Stalins trug, begann am 19. November. Kriegsgeschichtlich kann man heute vielleicht schon sagen, dass in der Zeit vom 19. November bis zum 24. November noch eine Chance bestanden hat, für die dort vordringenden deutschen Truppen sich wieder zurückzuziehen. Nach dem 24. November wurde dieses Unternehmen militärisch immer schwieriger. Nun ist das Wort Stalingrad mit dem Wort Paulus verbunden. Wenn wir Deutschen an die militärische Katastrophe denken, dann denken wir auch an den Feldmarschall Paulus. Und deswegen wollte ich Sie, Herr Paulus, mal fragen, aus der Kenntnis der Unterlagen, die Ihr Vater zurückgelassen hat, welche Gedanken haben eigentlich den Feldmarschall Paulus bewegt, als die Armee zusammenbrach, als keine Chancen mehr bestanden, aus Stalingrad auszubrechen? Sie können sich vorstellen, Herr Weinstein, dass bei den Gelegenheiten, die ich hatte, meinen Vater speziell über das Thema Stalingrad zu sprechen. Und diese Themen ergaben sich in erster Linie während meiner Besuche in der Zeit nach der Entlassung aus der Gefangenschaft in Dresden. Zwischen also 1953 Herbst und dem Zeitpunkt seines Todes 1. Februar 1957. In dieser Zeit habe ich sehr oft mit ihm gesprochen. Und da hat ihn das Thema natürlich nicht in Ruhe gelassen. Er hat ständig noch bis zu seinem Tode mit diesen Fragen innerlich gerungen. Und die Fragen, die Sie anschneiden, bedürften einer eingehenden Erörterung, die ich hier nicht führen kann. Das ist zum Beispiel eine Frage, man sagt, der Feldmarschall Paulus ist verantwortlich für Stalingrad und damit natürlich auch für das Schicksal seiner Armee. Wie stellt sich Ihr Vater nach den Unterlagen, die Sie haben, zu diesem Anwurf? Ja, ich kann Ihnen zunächst mal sagen, was er mir hierüber gesagt hat und was er auch schriftlich in seinen Aufzeichnungen in gleicher Form niedergelegt hat. Die Verantwortung lehnt er nie ab. Die Verantwortung für die Durchführung der ihm gegebenen Befehle glaubt er tragen zu können. Und es ist leider, und das ist eigentlich der Kern der Sache, es ist leider eine sehr unsachliche Diskussion darüber entstanden. Berufene und doch viel mehr Unberufene haben geglaubt, während seiner Abwesenheit über diese Dinge teilweise in einer, aus meiner Überzeugung gesprochen, einer Anmaßung und Überheblichkeit Urteile fällen zu können, die einer ernsten Prüfung niemals stichhalten. In welchem Zusammenhang erscheinen Ihnen Darstellungen über das Verhalten des Feldmarschalls Paulus nicht richtig gesehen? Ich kann Ihnen sagen, eigentlich in so zahllosen Fällen und so zahlreichen Einzelheiten, aber auch wichtigen Punkten, dass man fast kaum weiß, wo anzufangen. Ich will nur ein Beispiel mal nennen. Yeah. Da ist der bekannte und verbreitete Vorwurf des Gehorsams wider besseres Wissen, des Handelns gegen das eigene Gewissen und der Hörigkeit Hitler gegenüber und was dergleichen mehr allgemeine Feststellungen oder Vorwürfe sind. Diese lehnt er ganz entschieden ab. Ist rein technisch nicht Folgendes erstmal festzuhalten: Die Armee, die 6. Armee, unterstand doch der Heeresgruppe des Feldmarschalls von Manstein. Ja. Der Feldmarschall von Manstein schreibt auch in seinem Buch, dass er eine Verantwortung nicht ablehnt. Ja. Es wird auch gesagt, dass Hitler betont hat, er habe die Verantwortung für Stalingrad. Auch Ihr Vater sagt, er will sich einer Verantwortung nicht entziehen. Wo sehen Sie da den Konflikt zum Gehorsam eines Oberbefehlshabers, beispielsweise seinem nächsten Vorgesetzten gegenüber? Gibt es überhaupt diesen Konflikt? Der Konflikt kann durchaus auftreten, aber ist in der Form erst nachträglich konstruiert worden. Mein Vater war in diesem Konflikt gar nicht. Die Befehle kamen auf dem Befehlswege. Sie kamen vom Führerhauptquartier, vom Oberkommando des Heeres, über die Heeresgruppe, auf dem normalen Wege an ihn. Es kamen auch direkte Befehle. Das war nichts Ungewöhnliches. Er fühlte sich aber ganz
formal richtig der Heeresgruppe unterstellt. Und das war Feldmarschall von Manstein, mit dem er auch zahlreiche Gespräche führte und einem im Schriftverkehr und auf dem Befehlswege in Verbindung war. Wann hat nach Ihren Kenntnissen die Armeeführung gewusst, dass das Aushalten in Stalingrad zum Untergang der Armee führen könnte? Sind Sie darüber unterrichtet? Dass dieses Aushalten zum Untergang führen könnte, das war wohl in der Natur der Sache schon lange bekannt, das könnte. Aber dass es absolut sicher würde, das ließ sich mit solcher Sicherheit, wie man es hinterher konstruiert, ja wohl nicht voraussehen. Denn es waren ja laufend die Entsatzversprechungen der Heeresgruppe. Die gesagt, haltet aus, wir kommen, wir werden euch entsetzen. Das war damals nicht so, wie man heute sagt. Heute weiß jeder, wie die Dinge ausliefen. Damals wurde gesagt, bleibt stehen, wie lange haltet ihr noch? Wir werden euch noch herausholen. Und die Armee hat auf diese Zusage gebaut? Absolut fest, denn es waren ja bedeutende Strategen und es waren Persönlichkeiten wie Feldmarschall von Manstein, der das volle Vertrauen meines Vaters hatte. Sie sprachen von Manstein. Warum hat der Oberbefehlshaber der 6. Armee dann nicht dem Befehl der Heeresgruppe gefolgt und ist mit seiner Armee ausgebrochen? Ich wüsste nicht, von welchem Befehl Sie sprechen. Das muss vielleicht ein Irrtum in der Auslegung sein, denn ein solcher Befehl zum Ausbruch oder eine Genehmigung zum Ausbruch ist meinem Vater nach seinen eingehenden Darlegungen nie gegeben worden, von keiner Dienststelle und keinem Oberbefehlshaber. Und warum hat er selbst nicht den Entschluss zum Ausbruch gefasst? Muss er sich nicht in einer Art Gewissenskonflikt befunden haben zwischen der Erkenntnis, dass weiteres militärisches Aushalten zu einer Niederlage führen könnte und außerdem zu einem noch steigenden Unglück für die dortigen Soldaten, für die er sich verantwortlich fühlte? Den Ausbruch hatte er selbst immer wiederholt gefordert. Mit allen Argumenten und den stichhaltigsten Gründen. Und dass ihm dieser Ausbruch in der ersten Phase, in den ersten Tagen nach der Einkesselung, nicht gestattet wurde, das wurde absolut operativ und sachlich ihm dargelegt. Und es wurde ihm gesagt, dass er einen Entsatzversuch in aller Kürze zu erwarten habe und dort stehen bleiben müsse. Das ist also im späteren Verlauf. Ja. Trat natürlich die Frage immer drängender auf und die Situation wurde immer brennender und da traten natürlich die Zweifel zutage. Darf ich Ihnen dazu sagen, was er selbst geschrieben hat? Das kann ich besser, als wenn ich es formulieren soll. Für mich spitzte sich die Frage des Widerstandes der 6. Armee bei Stalingrad auf folgendes Problem zu. So wie die Lage sich mir darstellte und noch mehr, wie sie mir dargestellt wurde, konnte die totale Niederlage nur verhindert werden durch Aushalten der 6. Armee bei Stalingrad bis zum Äußersten. Meine Führung stand daher von der Bildung des Kessels an, vor allem aber seit dem Scheitern des Entsatzversuches durch die 4. Panzerarmee Ende Dezember. Unter einem schwerwiegenden Widerstreit. Auf der einen Seite standen die laufenden, strikten Haltebefehle, die immer wiederholten Hilfeversprechungen, und die mir immer wieder eingeschärften Rücksichten auf die Gesamtlage. Auf der anderen Seite waren es die menschlichen Beweggründe, die sich aus der zunehmenden, unbeschreiblichen Notlage meiner Soldaten ergaben und die Frage aufwarfen, ob ich nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt den Kampf einstellen musste. Bei vollem Mitleid für die mir anvertrauten Truppen habe ich geglaubt, den Führungsgesichtspunkten militärischer Art den Vorrang geben zu müssen. Auch musste die 6. Armee eigene unerhörte Leiden und namenlose Opfer auf sich nehmen, um, wie sie die feste Überzeugung hatte, viel zahlreicheren Kameraden der benachbarten Verbände die Rettung zu ermöglichen.